Hallo zusammen, es ist Mitte März und vor uns haben wir eine Kultur Erbsen. Die Erbsen haben wir im März ausgesät auf dem biodegradablen Plastik, der ist aus Maisstärke gemacht und da kann er kein Unkraut wachsen. Bei den Erbsen ist wichtig, dass man es dann im Mai, Juni aufbindet. Da können die Pflanzen schön gerade stehen, weil wenn man es nicht aufbindet, dann können die Pflanzen einfach umdrehen und können am Boden wachsen. Das heisst, dass sie mit der Feuchtigkeit vom Boden in Kontakt sind. Das ist nicht ideal, vor allem wenn sich dann die Früchte bilden, weil die haben dann sehr schnell die Tendenz zum Anfangen zu faulen. Zudem, wenn man es dort aufbindet, dann hat auch mehr Sonne Zugang zu den Blättern. Und das heisst, dass eigentlich mehr Zucker kann produziert werden und dass dann die Früchte auch etwas süßer werden. Jetzt beim Aufbinden sieht man, dass bei den Erbsen die Extremitäten sich so drüllen. Und das sind eigentlich die Organe, die sich dann wirklich an allem festheben und das können wir benutzen. Um die Erbsen aufzubinden, braucht man erstens einmal ein Netz. Ich habe hier ein Netz aus Jute. Das ist biodegradabel und kann während der Saison verwendet werden. Zudem braucht es natürlich auch noch Pfosten. Also ich habe hier solche Pfosten, aber es geht auch mit Bambus oder mit einem Metallpfosten, was Sie gerade zur Verfügung haben. Und dann braucht es natürlich noch einen Hammer oder einen Schlägel, einfach um es in den Boden reinzuschlagen. Jetzt können wir anfangen aufbinden. Das Jutenetz ist 1,80 m breit und 2,50 m lang. Und wir legen es eigentlich in der Länge auslegen. Das heisst 2,50 m so und einfach 1,80 m in die Breite. Können wir es mal ein bisschen auseinandernehmen. Sobald man das Netz am Boden ausgelegt hat und ein bisschen gespannt, dann kann man eigentlich die Pfosten nehmen und die einfach an beiden Enden einmal an den Boden legen. Jetzt muss man die Pfosten natürlich noch einschlagen. Also dann nehme ich einfach meinen Pfosten, den Schlägel und tue den Pfosten auf der Linie der Erbsen in den Boden tun und einschlagen. Sobald die Pfosten eingeschlagen sind, kann man eigentlich das Netz noch anbinden. Da hat es an allen Extremitäten eigentlich zwei Schnüre, die kann man für das benutzen. Sobald man es überall angebunden hat, kann man das Netz einfach noch schön verteilen auf der Linie, damit dann auch alle Pflanzen schön aufranken können. So, und das wäre es eigentlich auch schon.